Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kirby's Dream Land für den Game Boy. Oh, wie ich dieses Spiel geliebt habe. Ich habe mich dazu entschlossen, dieses Spiel zu spielen, weil ich Lust drauf hatte. Weil ich zum letzten Mal wieder meinen Game Boy in der Hand hatte. Samt diesem Spiel. Und habe ich mir gedacht, hey, das wäre doch mal was. Und ja, jetzt spiele ich. Wie ich dieses Spiel damals geliebt habe. Schau mal, die Musik ist episch. Da. Erste Mittelendgegner. Bam. Was zu sagen ist zu diesem Spiel, wir sind Kirby, das ist dieser unverkennbar, dieser kleine, weiße. Ich wusste nie genau, was es darstellen soll. Ich hab's einfach mal so hingenommen, dass es so ist, wie es ist. Und zwar sind wir dieses kleine weiße Ding. Und können quasi alles in uns aufsaugen. Ja? Von Gegnern über Kisten bis hin zu also die halbe Welt eigentlich fast. Und die können wir auch wieder hochschießen. Und wir können auch, indem wir quasi die Luft einsaugen, können wir auch fliegen. Schweinchen, stirb! Die Schweine so geil. Bäh. Okay, da ist nichts. Ich muss zugeben, das Spiel ist zu weiten Teilen blind. Eben weil ich es schon verflucht lange nicht mehr gespielt habe. Also, wie gesagt, meine Gameboy-Zeit liegt schon ein bisschen weiter weg. Okay, da unten ist auch nichts mehr. Oh. Endgegner! Baum! Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Bam. Ach, Scheiße. Bam. Oh, jetzt weint er. Wir haben ihn besiegt worden. Oh, Zeit für den Siegestanz. Castle Lololo. Boink. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Das sieht schon mal gut aus. Lauf, Kirby, lauf, 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 lauf. Yeah. Hallo? Steuerung will gerade nicht so wie ich will. Zack. Ich
Wow, das war knapp. Ich hab wieder ein paar Leben. Ein bisschen Lebensenergie quasi. Ach Gott. Ja. Verkackt. Für nichts. Für nichts und wieder nichts. Großartig. Hier rein. Ich weiß mir noch, dass mich diese Puzzlerätsel als kleines Kind minimal gestört haben. Oh Gott. Okay. Oh. Oh. Ja. Ja, komm her. Ach, scheiße. Ach Gott, was mache ich denn? Boah, das war knapp. Ach Gott, was mache ich? Herrgott im Himmel. Zack, von hinten in den Nacken geschossen. Bam. Und tanzen. Man muss diese kleine Flaschkugel einfach lieben. Stage 3, Float Islands. Ich finde auch diese Stage-Vorschau großartig. Wow, 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 was bist du denn für eine fiese Sau? Leckt. Ja, wie fies. Wie fies, hallo. Schnell durch. Story kann ich nicht viel sagen, weil ich sie einfach nicht mehr weiß. Und ich weiß, dass ich gerade momentan ein bisschen wenig rede, aber ich genieße es so. Ich genieße dieses Spiel, das ist so großartig. Tja. Oh, was ist hier? Oh, Leben. Ha, das war knapp. Ja, dafür war das schlecht. Was? Alle Leben auf einmal verloren. Alle Lebensenergie. Wem will er das erzählen? Thank you.
Yeah, Leben und Energie. Man merkt, dass dieses Spiel sehr sozial zu einem ist. Zumindest was sowas angeht. Und yeah, nicht sein Gegner. Zum Wahl. Das ist so großartig. Hängen wir da drin fest und werden Roller rausgeschossen. Stirb! Stirb doch! Und wieder tanzen. Yeah! Bubbly Clouds. Krieg ich doch dabei irgendwas? Was? Ist der gerade vom Himmel gefallen? Ach, was mache ich? Bitte? Okay, den kann ich nicht einsaugen. Boah! Okay, das war knapp. Es gibt schon teilweise fiese Gegner in dem Spiel, die man nichts ahnend einsaugen möchte. Und es endet im Tod. So wie gerade eben. Herrgott. Oh Gott, was mache ich? Weg von den Dingern. Ach, shit. Nein! Wie ich mich gerade anstelle. Das ist unglaublich. Ich weiß halt immer noch nicht, ob ich vor diesem... Ja, genau. Und deswegen bin ich jetzt gerade eben gestorben, weil da hinten eine Sackgasse ist. Oh Gott.